Ja, servus und habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaltet. Heute beginne ich mal ausnahmsweise nicht in der Werkstatt, sondern im Zimmer meiner Tochter. Hinter mir seht ihr das fertige Ergebnis. Es soll in diesem Video um genau dieses Hexagon gehen. Wie habe ich das gebaut, welche Längen, welche Schenkellängen und so weiter. All das werde ich im nachfolgenden Video euch erklären. Ich finde, das Teil ist echt ganz cool gelungen. Hängt jetzt an der Wand. Vielleicht hätte man es ein bisschen tiefer machen können, erste Anmerkung, aber mir ging es jetzt wirklich mal darum, wie baue ich so ein Teil überhaupt. In jedem Fall wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Video und ja, dann steigen wir mitten rein ins Video. Eins habe ich noch vergessen, ehe wir jetzt ins Video reingehen, sage ich euch gleich mal die genauen Maße, weil ich kann euch sagen, das war gar nicht mal so leicht, hier die Maße rauszufinden. Ich sage euch jetzt quasi die Außenschenkelmaße. Und zwar die Außenschenkel hier haben genau 28 cm und im inneren Bereich, also dieses runde Hexagon, so nenne ich das jetzt mal, von Schenkel zu Schenkel sind es 25 cm, also die lange Seite jeweils, 28 und 25 cm. Glaubt mir, das ist ein wertvoller Tipp, damit haut es genau hin. Natürlich haut es im Inneren auch mit anderen Längen hin, dann wird halt das ein bisschen größer, aber das ist jetzt das Maß, das ich verwendet habe. Aber jetzt geht's los. Im nächsten Schritt, nachdem ich jetzt mal auf Länge, auf Breite letztendlich geschlitzt habe, stelle ich mal diese 30 Grad ein, die ich da gerne hätte. So. Lassen wir so gelten und ja, jetzt mache ich meine 30 cm Stücke. Ja, das Rechteck, das Sechseck ist mal aufgeschaltet. Ich glaube, das haut ganz gut hin, die äußere Form zumindest. Jetzt habe ich mal das Innere ausgesteckt, also die 1, 2, 3, 4, 5, das ist der sechste, der soll eben hier noch herkommen. Und ja, da sieht man schon, mit der gleichen Gänge klappt es natürlich nicht. Ich werde jetzt diesen 30 cm, schauen wir mal, wenn ich die auf 25 kappe, probieren wir mal 25 cm. Ich gebe es zu, ich habe noch zweimal nachgesägt. Ja, jetzt scheint es auf jeden Fall zu funktionieren. Ist gar nicht so leicht, genau auszurechnen, wie
lang jetzt dieser Schenkel sein muss, beziehungsweise wie weit der Abstand von hier sein muss. Der ist ja überall gleich, rein mathematisch, aber so scheint es jetzt zu funktionieren. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, und anders geht es auch gar nicht, weil sonst kann ich das Innere gar nicht mehr montieren, zunächst mal den inneren Teil letztendlich zu befestigen. Und zwar werde ich das mit einem kleinen Schussapparat machen, immer hier quasi durchnageln. Und damit das Ganze wirklich möglichst symmetrisch wird, habe ich jetzt hier mal die erste Strecke abgemessen und die übertrage ich jetzt natürlich zunächst einmal überall auf diese anderen Stücke, damit ich dann am Ende wirklich hier absolut gleiche Schenkellängen zusammenbringe. Ja, nächster Schritt quasi hier mal alles anzeichnen und dann lege ich das nochmal zur Kontrolle auf. Nachdem der innere Teil jetzt fertig ist, habe ich mal außenrum gelegt, hier überall letztendlich markiert, dass ich weiß, welche Teile gehören zusammen. Und ja, jetzt messe ich auch hier immer den identischen Abstand, zeichne ihn hier an, damit ich eine Kontrolle habe. Das filme ich jetzt nicht ein, mache ich genauso wie hier. Ich messe jetzt in dem Fall immer diesen Schenkel. Eingetrocknet und ich muss sagen, bisher bin ich mit dem Ergebnis echt super zufrieden.
Auch hier an den Kanten hat es einigermaßen geklappt. Gut, 100.000% perfekt ist es beispielsweise hier jetzt nicht. Aber sei dahingestellt, ich werde jetzt mal im nächsten Schritt die Oberflächen, Kanten und so weiter nochmal richtig schön feinschleifen. Und ich glaube, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Los geht's! Ja, der letzte Schritt, ich werde das Ganze jetzt mal mit dem dänischen Öl ein bisschen einlassen, trocknen lassen, damit es einfach ein bisschen geschützt ist. Ich möchte es aber durchaus in dieser hellen Holzoptik belassen. Ja, endlich kann ich mein Hexagon fertig machen, und zwar war das letzte Problem, das ich noch hatte, die Wandhalterung. Und jetzt habe ich ewig im Internet geguckt, wie könnte ich denn das machen, und habe mich jetzt entschieden für diese kleinen Kunststoffteilchen. Die sehen so aus. 13 mm im Durchmesser, ich habe das gerade mal probiert, 12er Loch gebohrt und dann mit dem Hammer versenkt, hält wunderbar. Und zwar nennen sich die Einlasskunststoffaufhängungen. Habe ich gekauft im Internet, habe ewig, wirklich ewig googeln müssen, bis ich die passenden gefunden habe. Und da baue ich jetzt die vier hier nochmal an mein Hexagon dran, dann kann ich das an vier Punkten mit einem Nagel jetzt endlich aufhängen, und der Fall ist erledigt. Letzter Schritt, Wandaufhängung montieren. Das Hexagon hängt endlich. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen stolz. Das Teil war handwerklich sicherlich gar nicht mal so einfach. Von daher echt ganz gut geworden. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Vielleicht baut es der ein oder andere nach. Es gibt ja da unzählige Variationen dieser Hexagon-Bauten, nennen wir es mal so. Und ja, ich danke euch wieder fürs Zuschauen, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, und verabschiede mich wie immer mit Servus und habe die Ehre,